Ja, wir sind hier auf der Morelo Open und zu einem First Class Reisemobil gehört, wie soll das anders da sein, eine First Class Versicherung. Zunächst einmal, wie ist dein Name? Ich bin der Dietmar Granitzer, der Seniorpartner vom PVG. Wir nennen uns First Class Versicherung, weil wir in einer Kooperation mit Morelo eben halt die First Class Reisemobile mit der entsprechenden First Class Versicherung versichern möchten. Ja, wenn ein Kunde, ich will gerade mal auf euer Plakat schwenken, ein Reisemobil erwirbt, dann kommt er sicherlich ja mit verschiedenen Fragen auf euch zu. Ich meine, bei so einem Reisemobil Vollkasko ist klar, andere Versicherungen wie Hagelschaden und was alles passieren kann. Wie seid ihr da aufgestellt? Wir sagen, und daher ist letztendlich auch die Kooperation mit Morelo entstanden, wir sind empfohlener Partner von Morelo, die First Class Mobile sollen halt auch First Class versichert sein, sprich ohne Einschränkungen, ohne Klauseln. Die Kundschaft möchte nicht nachlesen, wie viel bekomme ich erstattet, wenn vorne die Glasscheibe kaputt ist. Je nach Modell liegen da die Reparaturkosten bei einer Frontscheibe zwischen 5.000 und 7.000 bis 8.000 Euro. Und dann möchte eigentlich niemand diskutieren, habe ich eine andere Selbstbeteiligung, habe ich Begrenzungen, habe ich Beschränkungen. Ja. Und das ist für uns selbstverständlich, dass wir sagen, der Haftpflichtbereich, der Pflichtversicherungsbereich, der Teilkaskobereich, wenn man es einfach ausdrückt, analog zum ganz normalen PKW, den ich fahre, keine Sonderklauseln, keine Sonderbedingungen, Glasbruch ist Glasbruch und der wird dann halt auch erstattet. Und das geht dann weiter über die Vollkasko. Jeder kann seine Selbstbeteiligung in der Vollkasko selbst wählen. Mhm. Die Vollkasko-Versicherung hat unterm Strich auch wiederum keine Einschränkungen, absolut vergleichbar mit der PKW-Versicherung. Und Zusätze wie Auslandsschutz, wie bin ich mit meinem Fahrzeug geschützt, wenn ich im europäischen Ausland unterwegs bin, andere Länder, andere Sitten, andere Bedingungen, das wollen wir einheitlich so halten, dass jeder Kunde das Recht hat, sein Fahrzeug nach deutschem Recht, nach geltendem deutschen Recht so reparieren zu lassen, als wenn der Schaden hier in Deutschland passiert wäre. Mhm. Dafür stehen wir, da helfen wir. Wir helfen dem Kunden damit, dass wir von vornherein in unserem Portfolio einen Rabattretter mit anbieten. Sprich bei Wohnmobilen, das wird jeder Wohnmobilfahrer wissen, gibt es immer dann Missverständnisse, wenn es heißt, ich habe ja eine Vollkasko und warum ist mein Beitrag jetzt nach einem Schaden so viel teurer geworden? Das liegt einfach an der unterschiedlichen Rückstufung im Schadenfall. Und um da gar nicht erst zu diskutieren, hat jeder von unseren Kunden automatisch einen Rabattretter versichert. Das heißt, er wird so gestellt, als wenn dieser Schaden gar nicht passiert wäre. Ja, es gibt ja viele Versicherungen auf dem Markt, aber nicht jede Versicherung möchte oder kann ein solches Reisemobil letztendlich versichern. Die tun sich da stellenweise, so habe ich so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, ein bisschen schwer. Ihr habt euch darauf spezialisiert, um eben diese First-Class-Reisemobile zu versichern. Nur mal eine kleine Hausnummer. Das soll jetzt um Gottes Willen nicht irgendwo festgemacht werden, weil das ist ja immer wieder individuell. Aber wenn wir jetzt so ein Home oder ein Loft haben, wo liegen wir da ungefähr so preislich? Der Preis für das All-In-Paket, das wir eben anbieten, ohne Einschränkungen, geht irgendwo im Bereich 1200, 1300 Euro im Jahr los. Einschließlich aller, in Anführungsstrichen, Zutaten, die wir halt einfach als selbstverständlich voraussetzen. Und dann ist der Preis nach Neuwert gestaffelt. Es muss eine gewisse Gerechtigkeit her, dass jemand, der einen Home fährt, der einen Neupreis von 330.000, 350.000 Euro hat, der darf dann halt den Grand Empire nicht mit subventionieren. Der Grand Empire, da reden wir dann nicht mehr über 1.200 oder 1.500 Euro, da reden wir auch schnell über 3.500 Euro, je nach Art des Versicherungsschutzes, nach Wahl der Selbstbeteiligung, wie möchte ich mein Fahrzeug versichert haben. Es gibt auch Fahrzeuge, die kosten 6.000 Euro im Jahr. Also die Bandbreite der normalen Fahrzeuge, Home, Loft, Palace, liegt irgendwo zwischen 12.000 und 2.000 Euro, 1.200 Euro und 2.000 Euro. Und je nach Neuwert dann gestaffelt nach oben, immer ein bisschen oben drauf. Also, wie schon eben erwähnt, ist es gar nicht allzu viel zwischen dem normalen PKW. Die nächste Frage, die uns sicherlich auch interessiert, es soll natürlich nie was passieren. Das ist natürlich das obligatorische Supergrau. Aber es kann ja immer mal sein, dass ich auch im Ausland liegen bleibe oder auch hier in Deutschland liegen bleibe. Wie sieht es da mit dem Abschleppbereich aus? Die Frage, die sich da stellt, ist, weshalb bleibe ich liegen?
Wir haben einen Versicherungsschutz, wir nennen den Basisschutz. Mhm. Der ist schon sehr, sehr, sehr weitgreifend, weil immer dann, wenn es darum geht, ich habe einen Unfall, ich bin verunfallt, ob ich selbst schuld bin oder nicht schuld bin, sei einfach mal dahingestellt. Ich habe einen klassischen Unfallschaden, ich bin im Graben gelandet, bin in einer Leitplanke hängen geblieben oder was auch immer. Dann bietet selbst unser Basisschutzbrief ein unbegrenztes Aufkommen für die gesamten Abschleppkosten. Mhm. Es gibt ein kleines Härchen in der Suppe, da wo jemand ein Fahrzeug fährt, das älter ist als 2 Jahre, sprich das aus der Garantie heraus. In den ersten 2 Jahren rufe ich Concorde oder Morelo oder Iveco oder Atego oder wen auch immer an. Dann ist das über die Werksgarantie gedeckt. Mhm. Aber wenn ich nach 2 Jahren mit meinem Fahrzeug einfach liegen bleibe, weil zum Beispiel der Motor streikt, da haben wir noch Nachholbedarf. Da sind die Abschleppkosten, wenn das Fahrzeug nicht an Ort und Stelle repariert werden kann, sind dann gemäß unserer Bedingungen noch auf 300 Euro begrenzt. Mhm. Es gibt dann Ausweichprodukte, die speziell Iveco, die aber auch Mercedes anbietet, über separate Schutzbriefe. Mhm. Da kann dann jeder Kunde das Risiko auch voll abdecken, sodass er sagt, ich brauche mir in meinem Leben keine Sorgen mehr zu machen. Ja, dann steht einem Urlaub nichts mehr im Wege. Nein. Ich blende euer Display hier ganz kurz mal für unsere Zuschauer kurz ab. Und ja, wo? Hier haben wir ja die Internetadresse von euch. Gibt es noch irgendwie eine Nummer, wo man anrufen kann oder nur übers Internet oder wie kann man euch erreichen? Also wir sind immer über eine Handynummer erreichbar. Wir pflegen den persönlichen Kontakt zum Kunden. Wir wollen kein Callcenter vorschalten. Wir wollen keine Warteschleifen. Wir wollen nicht, im Moment sind alle Plätze belegt und nach 13 Minuten Wartezeit, bitte rufen Sie später wieder an. Das wollen wir nicht. Für den Erstkontakt ist es uns am liebsten, fragt bitte nach, geht auf unsere Webseite, granitza-morelo.de, dort ist ein Angebotsformular hinterlegt. Das ist sehr einfach gestrickt, bietet uns aber die Möglichkeit, die Tarifberechnung durchzuführen. Also info@granitza-morelo.de, das ist unsere E-Mail-Anschrift, oder auf die Homepage granitza-morelo.de, Angebotsformular ausfüllen, maximal 48 Stunden ist das Angebot da. Gut, das sollte eine kleine Info sein für unsere Zuschauer. Ich bedanke mich. Und sehr gerne. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich blende die Adresse nochmal ein und dann könnt ihr auch im Nachgang noch Informationen euch einholen. Vielen Dank, allzeit gute Fahrt. Danke, tschüss.